Willkommen zurück in Albion. Wir sind hier gerade im Marktgebiet von Bowerstone unterwegs. Oh, jetzt kommst du endlich mal an. Und Wuffel hat gleich wieder einen frischen Grabungsort für uns. Gold, okay. Hier ist echt viel Gold versteckt insgesamt im Spiel, muss man sagen. Ja. Zweihundertfünfzig, naja, naja. Jeder Taler zählt aber. So, können wir ja reinspringen? Ach, geht doch so. Ein Tauchplatz. 400 Gold. Wer versteckt denn das alles bloß? War da noch ein Tauchplatz? Nee. Hier ist nichts. Wo ist eigentlich unser Hund? Hier können wir arbeiten. Brauchen wir momentan aber nicht so. Da kommen wir nicht rein. Hallo Wuffel, auch wieder da. Ich bin sicher, ihr habt alle ziemlich viel Gold in Nee. den Taschen. Also gebt es ruhig aus. Zeitverzögerungstrank, okay. So, damit habe ich, denke ich mal, hier alles erstmal grob abgesucht. Ein Silberschlüssel wissen wir noch, wo er ist, aber wir kommen gerade irgendwie nicht ran. Ein Zwerg wissen wir ungefähr. 500 Gold, na gut. Aber der Rest ist noch ziemlich gut versteckt. Gut, dann kann ich jetzt auch diese Quest noch annehmen. Zoom. Und ab zu den Zauberern hier. Andererseits ist das eine ziemlich große Quest bestimmt. Böser Baron? Naja. Kokok! Hab sie von einer Convention. Laut Verkäufer war sie lang in Familienbesitz. Sein Großvater hat... Nicht zu fassen! Ihr seid ein Held! Ein wahrer Held! Wir brauchen euch! Seid gegrüßt! Wir sind die drei mächtigen Magi! Ich bin Madron der tausend Gesichter! Und das ist Kalef, Herr der Feen! Und seht, wie schon gesagt, zählt ein Dritter zu unserer Runde! Um Himmels Willen, Mark! Ich muss zum Abendessen daheim sein! Gut. Und seht, das ist Jim. Prinzessin Phraxia wurde von einem bösen Baron auf eine andere Ebene entführt. Befreit ihr sie? Ihr müsst nur die magische Kugel nehmen und ihr werdet in das Reich des Barons transportiert. Was meint ihr, Held? Helft ihr uns? Helft ihr ihr? Sie ist übrigens absolut heiß. Na klar. Schibum. Okay. Der Held erwacht. Seit langem hegt er Rachegelüste gegen den bösen Baron. Macht weiter! Banause. So begab sich der Held also nach Lightwater, einem hübschen kleinen Dorf,
unterhalb der Burg des bösen Barons mit ihren dräuenden Zinnen. Es ist ein hübsches Dorf. Ich sagte ja hübsch. Okay. Coole Sache irgendwie. Jetzt sind wir zwar in das Dorf drin, aber vielleicht gibt es hier irgendwelche Sachen zu mitnehmen. Nahrungsmittelbestand ersetzt fortfahren. Aktuell Spirituosen. Ersatz der Sellerie des Schreckens. Ja. Annehmen. Der Sellerie des Schreckens. Neben Brandstiftung und Gemetzel liebte der grausame Dämonenfürst Agrax Souldrinker den Anbau von Gemüse im eigenen Garten. Gemüse wie diesen Sellerie zum Beispiel. So, dann mal rein hier. Der Held beschloss, mit den Leuten zu reden, um etwas über das Verschwinden der Prinzessin zu erfahren. Ist das ein Witz? Es dauert ewig, wenn er sich erst mit allen Dorfbewohnern unterhält. Manche Spieler unterhalten sich gern, um besser in die Geschichte einzutauchen. Ihr behauptet ja auch, dass manche die Beschreibungen von Gegenständen lesen. Das macht wirklich niemand. Zufälligerweise wusste Arturo der Torwächter genau, was mit der Prinzessin geschehen war. Ruhe, Spielverderber. Ich habe Unmengen Text für die Dorfbewohner geschrieben und einiges ist ziemlich cool. Mhm. Prima, der alte Clem ist wach. Seid gegrüßt, Held. Ich bin Clem, der alte Schmied. Ich mache Waffen. Wenn ihr mir Himmelsmetall bringt, schmiede ich euch ein magisches Schwert. Es kostet 1000 Gold pro Plus. Ein Plus-3-Schwert kostet also 3000 Gold. Und ich bin erst ein Geselle und kann dadurch allerhöchstens Plus-3-Schwerter schmieden. Wäre auch etwas zu früh für mehr als ein Plus-3-Schwert. Steht in keinem Verhältnis. Schmieden klappt nicht. Ich hatte keine Zeit für Modelle. Im Ernst? Aber die Spieler sollen doch alles anpassen können. So, nächster Text. Ich bin Mildred, ein bescheidenes Milchmädchen. Um mir meinen Alltag zu versüßen, träume ich von einem hübschen Edelmann, stark wie ein Bär, doch sanft genug, um mich stundenlang in seinem starken Arm zu wiegen. Moment, wer redet denn hier? Ihr oder Mildred? Das war Mildred. Und die Prinzessin? Sag doch, dass Mildred ein paar Hops mit einem großen, zappelnden Sack gesehen hat. Das hat sie nicht. Und dass sie echt heiß ist. Können wir hier einfach mal aufbashen? Ja, darüber kommen wir wieder nicht. Okay. Noch ein Dorfbewohner. Oh, der Held nähert sich Horace. Schön. Seid gegrüßt, Held. Ich bin Horace, der größte Dichter unserer Zeit. Möchtet ihr ein Sonett hören? Nein. O Sonne, hoch am Himmelszelt, erleuchtet mir vor aller Welt meine Angebeteten vollendet Gesicht. Ihr schönes, liebliches Gesicht. Was meint ihr? Toll. Gesicht auf Gesicht. Der beste Dichter unserer Zeit braucht dringend ein Wörterbuch. So, jetzt kommen wir endlich mal weiter hier. Hallo. Prima. Der Held wird mit Arturo sprechen. Jetzt kommt alles ins Rollen. Seid gegrüßt, Fremder. Aus eurem guten Aussehen und tapferen Auftreten schließe ich, dass ihr die Prinzessin retten wollt. Ich habe gesehen, wie Hobbs, die bösen Diener des Barons, sie verschleppten. Durch das Tor brachten sie sie in die Burg auf dem Berg. Ist das alles? Gibt es keine Rätsel zu lösen? Der Held muss herausfinden, wie man auf den Berg kommt. Etwa, indem er hochklettert? Ey! Nichts verraten! Das gefällt mir irgendwie. Aber wir haben keinen Wuffel dabei, das gefällt mir nicht so.
Daher nehme ich auch an, dass es hier nicht wirklich was zu holen gibt. Aber wenn hier wieder Hobbs ankommen... Der Held beschloss, zum schaurigen Turm auf dem Berg zu gehen. So schaurig ist er doch nicht, oder? Ben, der ist doch von euch, stimmt's? Ja, aber ihr sagtet doch, hübsch! In welchen Abenteuern gibt's hübsche Türme auf Bergen? Ruhe, ihr beiden! Ich mach das schon. Ein süßer Haar, was? Toll. Oh. Ah, das wollte ich hören. Ich mache euch alle platt. Der Held metzelte den letzten Wolf nieder. Diese schwierige Herausforderung war viel spannender als ein paar Hasen. Aber die Hasen ziemlich sind süßer. Vorhersehbar. Das mit den Hasen ist längst nicht so spektakulär, wenn man merkt, dass man sie nicht bekämpfen kann. Muss es denn immer ums Kämpfen gehen? Ja, es geht immer um Konflikte. Am allerbesten allerdings ohne viel störende Handlung. Turm des Baron. Kok, kok. Der Held betrat die Fabrik des Barons. Teddybären. Was machen Teddybären denn hier? Toll, oder? Meine Idee. Süß, hm? Ja, da sind sie. Sehr süß. Wisst ihr, was wir im Schloss des Barons überhaupt nicht wollen? Süße Dinge. Psst, Prinzessin und Baron kommen. Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Der böse Baron hat mich entführt. Ich bin der böse Baron. Und die Prinzessin wird meine Frau werden. Und all diese Bären machen so böse Sachen, weil sie böse Teddybären sind. Ich heirate euch niemals! Oh, mir gefällt ihr Temperament. Klasse. Verfolgt den Baron. Juhu! Ein Schatz. Mein Schatz. Da ist ja gerade was runtergefallen. Und dann erschien ein weiser Alter vor dem Helden. Wartet mal! Rief der alte Mann. Nicht eins von euren Rätseln. Die sind zu schwer. Lasst ihn einfach die Truhe öffnen. Wenn alle Triss Tross sind und alle Tross sind Truss, dann sind auch alle Triss logischerweise Truss. Richtig oder falsch? Das ist eigentlich ganz leicht. Gebt ihm einfach das Schwert. Yeah. Ihr habt mein Rätsel verdorben. Ich habe ewig dafür gebraucht. Und jetzt bekommt er das Schwert einfach. Es hätte schwerer sein sollen. Der Baron schlechter Krummsäge plus 3. Diese Waffe entstammt dem Artefakte und Waffenkodex des beliebten Spiels Fohle und Hobbs. Dritte Ausgabe, Überarbeitung, bla 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 bla. Habe ich die jetzt in der Hand? Bestimmt nicht, ne? Nee, da war ja was. Hä? Aufheben. Tofu statt Sellerie des Schreckens. Tofu der Vernichtung. Ja. Tofu der völligen Vernichtung. Wer den Tofu der völligen Vernichtung isst, soll völlig vernichtet werden. Vielleicht. Gibt's hier noch was Verstecktes vielleicht? Nö. Jetzt wird's auch dunkel. Ah, war nur ein Bug. Gut, bevor ich da reingehe, mache ich wieder einen Folgenpässe. Obwohl, ich kann ja noch schnell... Hier kommen wir wirklich rein. Willkommen im Unterschlupf. Ich denke mal, ich muss diese Waffe benutzen. Eine neue Klinge in der Waffenkammer. Das Verbrennen eines Feindes kann bei seinen Gefährten eine psychologische Wirkung auslösen, sofern es nicht herzlose Schurken oder hirnlose Bestien sind.
wie wohl die große Mehrheit eurer Feinde. Egal, es sieht dramatisch aus. Oh, diese Ironie, klasse. Gut, die müssen wir, glaube ich, wählen. Also zurück. Und hier machen wir Folgenpäuschen, Spitze, bedanke mich. Bis dann.